Der Wochenauftakt war für den DAX nicht so schlecht. Zumindest mal bisher läuft es eigentlich ganz gut nach oben, wenn auch noch nicht wirklich voll Überzeugungskraft. Wir sehen, hier war die Tagesschwelle bzw. das Wochenende. Seitdem ist der Kurs auf dem Weg nach oben. Aber es lässt sich schon erahnen, was ist denn dieser Anstieg gemessen an dieser Abwärtsbewegung? Und genau das ist etwas, was ich bei meinen Analysen immer gerne im Hinterkopf behalte. Was ist die starke Bewegungsrichtung? Wo ist der Schwung hin? Und wo ist offensichtlich die eher schwache Bewegungsrichtung? Und wenn ich das hier beim DAX so angucke, hier der Kassekurs, das kann ein bisschen abweichen, wenn man CFDs sich dann anguckt in diesem Zusammenhang oder den Future an sich, dann sehen wir aber, dass wir hier wackelig auf dem Weg nach oben sind. Und ein Klassiker wäre zu gucken, wo ist das letzte Hoch? Im Moment ist es das. Das kann sich natürlich ändern, wenn der Kurs darüber hinausgeht. Aber im Moment ist es das. Das vorletzte Hoch wäre hier. Und ein möglicher Trigger wäre eben das, was wir hier auf der Abwärtsseite sehen, wenn der Kurs hier durchgeht. Ist es garantiert, dass der Kurs da durchgeht? Nein, sonst bräuchten wir ja keinen Trigger. Dann könnten wir sofort Short gehen. Es ist denkbar, dass der Kurs jetzt doch nach oben explodiert. Aber es ist eben nicht die allerwahrscheinlichste Variante, weil eben, wie gesagt, die scharfe Bewegung nach unten geht und die wackelige nach oben. Also, da haben wir schon ein wunderschönes Setup, was vielleicht für heute Nachmittag, vielleicht im Laufe des Abends noch dann gegebenenfalls mit dem entsprechenden CFD beispielsweise oder dann eben vielleicht morgen umsetzbar ist, wenn der Markt hier tatsächlich so seine Linien triggert. Und dieses Verhalten ist eins, was wir ganz häufig ansprechen im Trade des Tages ebenfalls. Zum Beispiel heute, ich will gar nicht so tief drauf gehen, wir sehen das hier beim Euro gegen Yen, wo wir jetzt exakt da selber reingehen, das gucken Sie sich im Trade des Tages an, aber Sie sehen, in diesem Fall umgekehrt, andere Zeiteinheit, anderes Instrument, in dem Fall eben eine Währung, Schub und wackelig, das ist ein Verhalten, was wir immer wieder sehen. Wenn wir doch über die Indizes gesprochen haben und gesagt haben, ja, wir haben eine Chance, dass der DAX nach unten geht, jetzt gucken wir uns mal den Nasdaq an, der Hightech-Index aus Amerika, dann sehen wir, dass der seine Schubbewegung zum Schluss jetzt hier schon mal gemacht hat. Und da wird es jetzt spannend für alle Intraday-Händler, heute Nachmittag mal drauf zu gucken, wann immer er mal wieder wackelig nach oben kommt, dann entsprechend die Abwärtsseite dann eben nochmal zu fahren. Wir haben also durchaus Druck bei den Indizes auf der Abwärtsseite hier. Die Hightechs, die machen das durchaus schon mal vor. Das ist sicherlich auch ein bisschen nochmal getrieben durch die Earnings-Season, die wir aktuell haben. Also wir haben eine ganze Reihe Titel, die heute beispielsweise dann eben auch ihre Zahlen veröffentlichen. Wir können das mal parallel gucken. Da sind wahnsinnig viele Titel. Wir müssen die jetzt nicht im Himmelswillen alle durchgehen, aber nur, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, alleine in Amerika, wenn wir hier Blick auf den Nasdaq haben, da sind eine ganze Reihe Titel, die da auf der Liste stehen. Also wir können das hier mal so eben überfliegen. Und dann ist es klar, dass der Markt da gegebenenfalls sehr, sehr stark sich bewegt. Wer also heute einzelne Titel sich raussuchen möchte, der sollte unbedingt nicht nur heute, sondern die ganze Woche über noch oder die nächste Zeit über noch immer im Blick haben, gibt es Veröffentlichungstermine, denn dann kann ein Markt sehr schnell reagieren, sehr stark reagieren. Es kann Gaps geben, die man als Anleger, zumindest in der falschen Richtung, definitiv nicht haben mag. Ansonsten ist heute, wie typischerweise am Montag, relativ wenig los. Wir sehen keine, zumindest mal ganz wichtig markierten Termine. Wir haben also für heute nicht so arg viel zu rechnen mehr, dass von der Seite aus Einfluss kommt. Von den Unternehmenszahlen natürlich schon. Also wir müssen damit rechnen, dass das aktuell den Markt weiter bewegt. Wir werden also sehen, wo das in den einzelnen Titeln hinführt, wie man damit umgeht. Das habe ich Ihnen so ein bisschen gezeigt. Zumindest ist es eine Variante, mit der wir arbeiten, wie Sie ja auch immer wieder im Trade des Tages sehen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Start in die Handelswoche und freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen.